Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Zoo, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in unserem frostigen, aber wohl sehr schönen Zoo. Würde ich sagen. Würde ich einfach sagen. Drei Gehege und Tierarten haben wir hier. Das hier, die Ecke sieht so aus, als wäre hier auch noch ein eigenes Gebiet. Aber das stimmt natürlich nicht. Das sind hier die Bären, die hier wohnen. Und ja, da wohnt momentan ja nur El Mama und die beiden Kleinen, soweit ich weiß. Jalita sowie Hemison und Sane. So. Sozialverhalten steigt jetzt gerade. Okay. Die anderen, wir haben in der letzten Folge ziemlich viele Blätter gemacht und dann auch wieder verbraucht. Die Barriere muss ja auch mal wieder repariert werden. Artenbericht Grizzly Bear 5. Was war dann da jetzt los? Wieso sind 5 Tiere hier drin? Das stimmt doch nicht. Wo sind denn Ias und wer sind die denn? Oh, okay, wir haben hier doch mehrere Bären. Haben die Doppelkinder gekriegt oder gehören die zu einem Wurf? Also Eremias ist auch noch hier, logischerweise. Jalita wollte ich eigentlich loswerden, ne? Mit Eremias dachte ich, hätten wir... Ne, Embre. Oh Gott, diese Namen, Leute. Diese Namen. Ja, was machen wir hier? Also die kommen jetzt nicht so gut miteinander aus. Hier, Eremias und Jalita. Dabei ist das doch seine Mom, oder nicht? Eigentlich müssten die doch miteinander gut auskommen, Mensch. Barriere muss repariert werden. Hallo. Geht doch wieder... Ich verstehe das hier nicht, ne? Ein männlich, ein weiblich. Stimmt doch nicht. Naja, wir lassen die jetzt mal hier erstmal leben. Weiß halt nicht, wie gesagt, nicht, was passiert, wenn ich jetzt Jalita verkaufe. Immer noch nicht. Und deswegen lassen wir die jetzt erstmal. Und Eremias würde natürlich ordentlich Geld bringen, das stimmt. Aber den würde ich gerne behalten und ihm eine neue Lebenspartnerin geben. Das würde meines Erachtens nach Sinn machen. Leute, wir haben richtig viel Asche. 36.000. Also geldtechnisch sind wir da auf einem sehr, sehr guten Level. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Was heißt das denn hier eigentlich? Tierbewertung. 5 Sterne haben wir jetzt hier, Dima. Und sehr golden. Was? Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, was das jetzt letztlich bedeutet. Er ist jetzt auf jeden Fall erwachsen und damit fruchtbar. Man könnte ihm natürlich Dima jetzt auch versuchen, hier noch eine Frau anzudrehen. Ein Weibchen, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Dann könnten wir sibirische Tiger züchten. Ich weiß halt nur nicht, wie einfach das ist. Oder eben schwierig. Tatsächlich. Keine Ahnung. Oh, sie gucken alle kleinen Bären an hier. Ja, und Vivarien, Leute. Wir wollten ja unbedingt auch mal ein Vivarienhaus bauen. Das können wir machen. Das können wir machen. Ich weiß halt nur nicht, inwiefern das lange dauert. Wahrscheinlich dauert es lange. Und wir haben... Was haben wir denn? Haben wir eigentlich ein paar Sachen mehr? Ja, hier. Was ist das? Das ist ein Holzhaus. Was ist das hier hin? Ist das so ein Holzhaus, wie es hier hinten? Ja. Das ist... Blockhütte wäre schon schöner, muss man sagen. Weil wir ja hier relativ weit im Norden sind. Aber Blockhütte haben wir, glaube ich, nicht. Was ist das? Das würde schon eher passen. Das würde schon eher passen. Vivarienhaus, Leute. Warum nicht? Und wohin? Die Seite, auf die Seite. Hier wird auf jeden Fall der Weg auch lang gehen. Da muss ich jetzt mal irgendwann spalten. Jetzt sagen hier so. Hier könnte ein Vivarienhaus hin. Oder? Die brauchen wahrscheinlich einen Eingang, oder? Hm.
weiß halt überhaupt nicht, wie groß das sein muss. Und wie das aufgebaut wird. Ist das bei Gehege? Einrichtungen? Kleintier-Vivarium. Also das ist das Vivarium an sich und das hier sind halt so, also Dinger, die man da hinstellt. Also 3000 kostet ein Vivarium, okay? Und das wird mit einem Weg verbunden, alles klar. Gut, dann muss man jetzt erstmal hier rein einen Weg verlegen. Aber erstmal so. Und hier geht der Weg auch ab. Der geht hier nach oben. Man könnte machen, dass man einen Ein- und Ausgang hat bei dem Vivarium. Finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Ich weiß nur nicht, ob man einstellen kann, ob die Leute da auch dann... Was ist das für ein Sound? Ob die dann auch wirklich nur in eine Richtung gehen. Ich glaube, das kann man nicht. Ich glaube, das kann man nicht. Aber ist nicht schlimm. Jetzt gibt es hier den Mosaikweg. Pass mal auf, Leute. 5 Meter, machen wir 4 Meter Breite. Machen wir das aus. Müsste noch ein bisschen runter. Leute, es ist aber auch wieder dunkel. So, wo sind jetzt Vivarien? Das ist jetzt die Frage. Dann müssen wir doch mal gerade anmachen. Ich überlege gerade, wie das hier drin aussieht. Ich hoffe, da passt noch eins hin. Okay, machen wir hier den Ausgang. Es ist halt ein bisschen schief. Vom ganzen Haus her. Es ist dadurch, dass wir uns hier... Ist das nicht gerade. Aber egal, das können wir vielleicht gleich vom Haus einfach noch machen. Machen wir jetzt erstmal hier... Übrigens sollte ich Pause machen, während wir bauen. Aber wenn es hell ist, bitte. Machen wir mal weiter. Das ist mir zu dunkel. Machen wir hier die weg. So... Machen wir das mal so. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das Haus hier ein bisschen verschieben können, so dass das hier einigermaßen passt. Pass mal auf, wir machen erstmal so. Und dann machen wir so. Ist das ein Drisswetter, ey? Wer geht denn da in den Zoo? Keine Sau. Ja, es sieht einigermaßen passend aus, muss man sagen. Auf jeden Fall besser als vorher. So. Ich finde das in Ordnung. Oder? Damit kann man doch schon mal arbeiten. Machen wir mal.
So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Vivarien hinkriegen. Boah, kann es jetzt mal wieder hell werden? Das ist ja schrecklich. Wurde hier mal die Barriere repariert? Ja, sehr gut. Wie sieht es eigentlich hier aus? Das müssen wir auch nochmal gerade gucken hier. Ich habe doch da einen neuen Wolf gekauft. Senior, der ist natürlich kurz vorm Abnippeln, das wissen wir. Aber wir haben doch hier zwei Jungtiere. Da. Mia? War Mia die, die ich gekauft habe? Ne, Mia war uns. Ne? Wen habe ich denn gekauft? Wo ist er denn? Wolf? Wolfus? Da. Man sieht ihn ganz schlecht. Genau, Cole. Cole. Cole und Mia, Leute. Wird das was? Wird das was geben? Das ist hier die Frage. Oder hat es schon was gegeben? Kriegt man da eine Meldung, wenn die kopuliert haben? Nee, ne? Das heißt, man muss hier immer gucken, ob die trächtig ist vielleicht. Aber glaubt derzeit nicht. Müsste hier bei Status stehen. Aber die sind doch im gebärfähigen Alter, die beiden, oder? Unbekannter Vater, unbekannte Mutter, Herkunft aus dem Kailo-Zoo. Also, die Lebensqualität ist super. Also, da sehe ich jetzt keine Probleme, oder? Senior, gut, der kriegt Verhütungsmittel, oder das, der ist sowieso alt, der macht eh nichts mehr. Also, das sieht eigentlich ganz gut aus. Mal gucken, ob das was wird. Wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall gerade heller. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier die Vivarien hinbekommen. Also Einrichtungen, Vivarium. Kann ich das nicht im Haus selber? Vivarium. Ach, der wird, kann von allen Seiten geguckt werden, oder was? Ach, Kacke. Nee, das ist schlecht. Vor allen Dingen hier passt er nicht hin, oder was? Das ist doch lächerlich. Gibt es da kein Vorne und Hinten? Ist das richtig, ja? Die sehen überall gleich aus. Ja. Ja, aber... Es ist ja trotzdem mega nervig. Die Wege hier, guckt euch das mal an, die da. Kompletter Bullshit hier. Da muss man vielleicht mit dem Raster arbeiten. Vielleicht müssen wir mit dem Raster arbeiten. Aber. Kann es doch nicht sein. Rasterausrichtung. Raster auswählen. Mach den mal weg. Habe ich jetzt. Ja, jetzt habe ich das Raster hiervon, ne? Von dem Gebäude. Ich versuche nochmal den Weg nachzuempfinden, den ich eben hatte. Müsste so gewesen sein. So, geht das jetzt besser? Gucken wir doch mal. Das sieht schon mal besser aus, aber jetzt müssen wir uns auch das Raster von dem Ding hier aussuchen. So, Einrichtungen, Vivarium. Aha, jetzt passen sie quasi überall hin. Ah, hier aber immer noch nicht so ganz. Was ist denn das? Nur weil die Wand da innen ist, kann das sein? Das funktioniert nicht. Da müssen wir die Wand hier nochmal entfernen. Und später vielleicht nochmal manuell da irgendwie dran klatschen. Ich denke, weil die innen ist. Aber das macht doch eigentlich auch keinen Sinn. Wobei jetzt, der verbindet sich hier immer noch nicht mit dem nächstgelegenen Weg. Was ist das für ein Blödsinn hier? Wieso verbindet er sich nicht mit diesem Weg? Macht überhaupt keinen Sinn. Macht da wirklich keinen Sinn.
Der nimmt immer irgendwie den längeren. Muss ich erst die Vivarien bauen oder was? Kompletter Bullshit hier. Hier geht er an den Weg daran. Ja, was ist denn? Ich habe das Raster ausgewählt. Leck mich in den Arsch. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Überlege ich kurz. Ich denke, dann machen wir die Wege jetzt weg. Ich hätte gedacht, dass man so ein schönes Vivarienhaus bauen kann. Das ist offensichtlich nicht möglich. Dann müssen wir es eben anders machen und die Vivarien zuerst platzieren. Wenn die sich nicht blöd mit diesem Weg hier verbinden würden. Ey, was ist das für eine Scheiße? Guckt euch das mal an. Okay, wir wählen uns nochmal das Raster hier aus und bauen die Dinger jetzt einfach und dann gucken wir, ob wir später die Wege dran kriegen. So, jetzt reicht's mir hier aber langsam. Also, ich will hier ein Vivarium hinhaben. Und wenn ich die Wege da gleich wieder abreißen, ist mir egal. So, dann will ich hier ein Vivarium hinhaben. So, und dann will ich hier in die Mitte ein Vivarium hinhaben. Ja. Und eigentlich hier neben auch noch eins. Hier. Ich weiß nicht, wie viele Vivarien man braucht, ehrlich gesagt. Vielleicht machen wir mal hier Schluss. Das sind ja jetzt schon 7 Stück. Vielleicht reicht das auch erstmal. Das heißt, wir machen das hier nochmal weg. Wenn wir größer, wir können ja anbauen, in der Theorie. Wir können ja anbauen. Das heißt, hier machen wir erstmal Schluss mit dem Vivarienhaus. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Wege da irgendwie wieder wegkriegen und da richtig dran kriegen. Bullshit hier mit dem Regen, ey. Also, testen wir das nochmal hier. Raster aus Richtung, Raster aus Wählen. Was passiert hier? Also, das ist nicht mit dem Vivarium hier verbunden. Er macht diese Wege. Er macht sie einfach. Ich weiß nicht. So, jetzt ist das mit dem Vivarium verbunden, aber hier... Da gibt es keinen automatischen Snap. Warum auch immer. Leute. Das ist ein Scheiß. Boah. Die bis auf 4, glaube ich. Wo ich auch nicht kann. Kann ich nicht bauen. So sieht es doch einigermaßen gut aus. Die müssten jetzt fast überall connected sein. Bis auf da. Hier. Da geht's nicht. Warum auch immer. Und hier. Keine Ahnung, ob die da gucken können. Naja, aber es ist nicht schlimm, wenn hier nicht gucken können. Die können ja von der anderen Seite gucken. Jetzt brauche ich nur mal gerade den. Ist doch Blödsinn hier. Ja, da fängt da das Gebäude halt schon an. Okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt Vivarien. Wir haben ordentlich Geld ausgegeben, muss man sagen. Wir müssen halt jetzt schauen, dass hier alles
funktioniert. Hier nicht innen gebaut? Die sind doch innen. Was ist denn das? Warum kann ich dann hier nicht... innen bauen? Der leckt mich doch in der Tasche. Was ist das denn? Hier habe ich innen gebaut. Hier geht's. War das, weil die Wand da schon war und ich dann die Vivarien dahin gedödelt habe oder was? Ich raste echt aus bei diesem Spiel, muss man wirklich sagen. Das ist nicht schön. Aber machen wir es jetzt aus, ist mir jetzt auch egal. Machen wir hier noch einen Ausgang? Ja, dann machen wir hier noch einen Ausgang. So. Können wir ja bei Bedarf, kann man das Vivarium-Haus noch ein bisschen vergrößern. Ich weiß jetzt nur gerade nicht. Machen wir erstmal so. Gut. Leute, immerhin, wir haben Vivarien-Haus. Die müssen natürlich jetzt gefüllt werden. Dafür gibt es den Vivarienhandel, denke ich mal. Und dann schauen wir mal, dass wir in der nächsten Folge ein paar Tiere an den Start kriegen und das Haus hier zu Ende bauen. Wird natürlich schön, hoffe ich. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war ein bisschen problematisch heute. Aber hey, das ist halt manchmal einfach so. Auf jeden Fall haben wir ordentlich Geld in die Hand genommen. Mal gucken, ob das irgendwie wieder reinkommt. Ich sage tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei Planet Zoo. Bis dahin, euer Brilli. Ciao, ciao.